Wenn ich's nicht hab, brauchst du's nicht. Was suchst du? Du hast gesagt, du hast eine Nachtblüte. Kann ich die haben? Alter, ist ja geschenkt. Nicht vergessen. Frag mich zuerst, wenn du was brauchst. Bis bald. Hm? Natürlich, natürlich. Bis bald. Kann ich jetzt das machen? Ja, dauerhaft mehr Lebensenergie. Direkt gebaut. Da brauche ich wieder zwei. Ich könnte mir noch 4 Stück kaufen, dann könnte ich noch zweimal mein Leben aufbessern. Alter, das ist super. Aber eins nach dem anderen. Wir wollen uns zuerst mal... Wir machen uns mal statt dem Revolver die Nagelpistole wieder rein, weil ich mag die eigentlich sehr gerne. Oh, von der haben wir nur 10 Schuss. Siedlerpistole? Was? Ah, nee, passt die. Okay, von der habe ich was? Von der von Schrot habe ich nur mal 17 Kugeln. Boah, ich bin richtig arm. Ja gut. Hey du, was suchst du? Also, wir kaufen jetzt nochmal... Wo ist denn die Maus immer, ey? Wir kaufen jetzt nochmal 4 von diesen Nachtblüten. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, mit dir auch. Wir müssen eins nach dem anderen machen, weil sonst komme ich durcheinander. Einmal und zweimal. Schlossknacker können wir 10 bauen. Passt, das reicht, glaube ich. Ah ja, und wir wollen uns... Oh geil, noch mehr Rüstung. Jetzt haben wir 5 Stück. Sehr cool. Leben haben wir 110. Da sind die. Oh. Und nochmal. Und nochmal. Sehr cool. Wie viel Leben haben wir jetzt? 140. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Aber wir haben jetzt keine Dinger mehr. Keine Wüstensporen. Und Wüstensporen verkauft die, glaube ich, nicht. Ich habe nur das Beste vom Besten. Die hat keine Wüstensporen. Das würde mich wahnsinnig wundern. Nee. Die hat keine Wüstensporen. Okay, wir müssen mal schauen, dass wir da mal ein bisschen Schrot wieder reinholen. Das sind Fettbolzen, das sind Elektrobolzen, Stahlbolzen haben wir eh ein paar. Scharfschützengewehr könnten wir auch mal ein bisschen öfter verwenden. Pulsschuss. Ja, von der habe ich fast gar nichts mehr. 300 reicht jetzt mal. Feldritkugeln haben wir sehr viele. AE-Raketen kaufen wir einmal. Viper-Raketen, okay. Nägel haben wir. Railgun-Geschosse. Ja, das sollten wir eigentlich alles mal ausprobieren. Komm zu mir. So. Sollten wir eigentlich alles mal ausprobieren, die ganzen Kugeln. Werden wir wahrscheinlich aber eh bald brauchen. Gut. Ich hab immer was Besonderes zu verkaufen. Ich kriege immer noch Angebote rein. Komm wieder vorbei. Das brauche ich nicht. Wir gehen jetzt hier mal rein. Schlossknacker, einmal bauen bitte. Zack, voll ins Gesicht. Okay. Warum wurde das Klo zugesperrt? Oh, eine Nachtblüte bekommen. Sehr ärgerlich.
Naja, dann haben wir einen in Reserve. Ja, ein bisschen Feldrit. Ja, ist okay, aber ich verstehe nicht, warum da das Klo zugesperrt ist. Willkommen in Subway Town. Oh, dankeschön. Ich denke mal, du bist die, mit der ich quatschen muss wegen den Rennen. Extreme Game. Wer bist denn du? Owen. President. Wir haben hier unseren eigenen Rhythmus. Die Nähe zu Capital Prime macht jeden nervös, aber wir versuchen möglichst locker zu bleiben. Ist mit Capital Prime der Boss da gemeint? Klimperei. Schau und hör zu, welche Noten gespielt werden und wiederhole dann das Muster. Bleib dabei, wenn du Erfolg hast, oder brich ab, wenn es dir zu viel wird. Nee, will ich nicht spielen. Bin ich so der Freund von so Minigames. Ich habe jetzt aber noch immer nicht die Frau gefunden, die mir... bei der ich die Rennen machen kann. Also Mel klingt ja sehr nach einem Frauennamen. Da komme ich nur wieder zum Boss. Muss ich vielleicht... Vielleicht habe ich mich jetzt auch vertan und ich muss runter, um zur Mail zu kommen, also ganz runter. Weil es gibt ja hier genau. Hier komme ich hoch. Wo komme ich hier raus? Da komme ich da raus, alles klar. Hier komme ich runter. Ach du meine Güte, da geht es ja noch weiter runter. Ah, das Spiel kennen wir schon. Aha. Bist du neu hier? Ja, natürlich. Upgrades, Zubehör, alles. Na dann, hallo, willkommen bei Sparky. Hier gibt's die besten Autoteile und Upgrades diesseits von Capital Prime. Bei mir bekommst du alles, um deine Karre härter, sicherer und vor allem natürlich schneller zu machen. Bitte sagen wir jetzt aber nicht. Wo ist meine Maus schon wieder? Da. Bitte sagen wir jetzt aber nicht, dass das... ich kann hier die Sachen holen. Okay, Dünenjäger. Für ein Cabrino brauche ich genau noch 5 Stück, aber die kriege ich hoffentlich hin. Okay. Schönen Tag noch. Mach's gut. Ebenso schönen Tag. Das heißt, es kommt nicht noch ein drittes Auto dazu, weil ich habe ja eigentlich keine Lust, noch mehr Rennen zu fahren. Aha, Sid. Wer bist denn du? Die wir auf dieser Strecke fahren, sind nichts für Weichheit. Einiges härter, als du es gewohnt bist. Das ist sicher. Oh nein, bitte nicht wieder so Cups, wo ich dann 3 verschiedene Cups fahren muss. Und bitte keine... Und bitte keine, keine Postfahr... wie sagt man? Bitte keine Postdienste mehr. Ich habe keine Lust, da nochmal auf Zeitdruck irgendwo hinzudüsen. Ah, du bist Mel. Alles klar. Rennen sind in dieser Stadt sehr wichtig. Die zähesten und besten Fahrer ernten den meisten Respekt. Wenn du dich nicht zu dumm anstellst, lässt Redstone dich vielleicht für ihn fahren. Bist du auf der Suche nach einem Rennen? Oh nein. Crash und Feuer. Stufe 4 steht da. Okay, es gibt die 2. Also die ersten 3 Stufen waren ja in Wellspring und hier ist Stufe 4 und 5. Oh, ich bin begeistert, ey. Du glaubst es gar nicht. Aha, hier kriege ich aber auch wieder so... Oh nee, nicht schon wieder Rennen fahren, ey. Ah, ja, dann bringen wir es hinter uns, dann können wir die Story gleich in einem Wisch machen. Brauchen dann dazwischen nur noch die Kanäle machen und dann hat sich's. Wir sehen uns. So, ich werde jetzt aber vorher noch ab... Wenn sie noch quatscht, kann ich nicht abspeichern, ganz toll. Okay, wir haben jetzt alles in der Stadt gesehen. Willst du dein Glück auf der Strecke versuchen?
Naja, ich habe zwar gar keinen Bock. Raketenrallye, Raketenrennen, Raketenrallye, Rennen. Okay, ist alles mit Raketen. Machen zuerst Zeitfahren. Sei kompromisslos. Meteoritenraketen. Beende alle drei Runden unter Paarzeit, um die maximale Anzahl von Rennscheinen zu gewinnen. Fahre mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem anderen auf der Bremse. Diese Strecke ist extrem kurvenreich. Geil. Ey, ich bin... Oh Gott, na das wird witzig werden. Das wird richtig witzig werden. Wenn die Strecke aber so kurvenreich ist. Wow. Oh nein, was ist das da? Kann ich da irgendwo drüber fliegen? Oh. Bin ich denn da jetzt aufgeklatscht? Okay. Was war das jetzt? Ist schon Runde 2, ja. Hä, was war das? Warum bin ich da aber drüber geflogen? Also drüber geflogen im Sinne von... Nee, da fahr ich lieber normal, ganz ehrlich. Als da drüber zu fliegen und dann wieder irgendwo dagegen zu klatschen. Oh nein, 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 ich stelle mich gerade sehr, sehr dumm an. So, Runde 3, komm schon, das kriegen wir hin. Das schaffen wir schon irgendwie. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So. Wir können hier nochmal jumpen, wenn wir wollen. Was ist das? Nein, jetzt stecke ich da fest. Geil. Danke, Spiel. Boah, jetzt schaffe ich das nicht deswegen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, leider nicht. Schade. Gut, neu starten. Ja, dieses Springen ist kompletter Dreck. Keine Ahnung, warum. Warum man da jumpen kann, wenn das Jumpen so buggy ist. Das ist ja komplett lächerlich. Also ja, sie ist kurvenreich, aber sie ist definitiv eigentlich auch ganz gut schaffbar. Wenn man sich nur ein bisschen vernünftiger anstellen würde, dann wird das auch klappen. Ich fahre das gerade zum... Ah, nee, passt eh. Zur 2, zum Umspringen hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, nicht so viel jumpen, das nimmt mir viel Wind weg. Ja, ich glaube nämlich, das ist das Ziel und deswegen... Ah, okay, es dauert echt lang, bis man da... Oder das Ziel kommt erst nachher, das kann natürlich auch sein. Da habe ich kurz nicht geschaut. Oh Gott. Wenn wir Zeitfahren hinter uns haben, ich glaube, den Rest kriegen wir dann leichter hin. Aber Zeitfahren ist echt nicht so meine Stärke. Ich mag so Zeitfahrkram nicht. Ah, hier ist das Ziel. Alles klar. Gut, wir haben 15 Rennscheine. Das heißt, wir können uns gleich mal die Sportfederung für unseren Wagen holen. So, das heißt, ich muss... Wo ist er denn? Da hinten. Was kann ich für dich tun, Freund? Ah, ich brauche die Sportfederung, bitte. Dankeschön, perfekt. Ich würde mal sagen... Was mache ich mit einer Zitrone? War vorsichtig.
Bei wem kann ich jetzt aber meinen Wagen umtunen? Geht das bei ihm hier? Wo kann ich denn das machen? Ich würde nämlich gern wissen. Bei Sparky findest du alles, was du brauchst. Stimmt ja. Was genau suchst du denn? Das kann ich ja bei ihm direkt machen. So, wir haben jetzt die Sportfederung drin. Patrouillenmotiv, Secondhand. Klassischer Ödländer-Look. Riecht wie Speck. Will jemand Donuts? Ja, sind zwar beide super hässlich, aber egal. Schönen Tag noch. Mach's gut. Ja, ebenso. Okay, dann fahren wir rennen. Willst du dein Glück auf der Strecke versuchen? Jo. Kein Kampfrennen. Ich muss sagen, ich bin am wenigsten Freund von diesem Rallye-Dreck. Dann machen wir zuerst die Rallye-Sachen. Hallo Rennsportfreunde! Ist heute nicht ein herrlicher Tag für eine neue Ödland-Rallye? Meteoritenkrater, ja, erziele Punkte. Als erster, ja, eh klar. Mit Sprüngen erreichst du ferne Rallye-Punkte schneller. Oh, toll! Ihr spürt meine Begeisterung, oder? Oh. Oh nee, dieser laute Sound wieder. Ja, ich fliege aber immer wo dagegen. Das ist komplett schwachsinnig. Was? Warum hat sie nicht erwischt? Jetzt ist er weg. Ey, du sollst sterben jetzt. Meine Güte. So, schnell da hoch. Wir brauchen noch ein bisschen Punkte hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, komm schon, ich brauche noch Kills. Nein, das kann nicht wahr sein. Boah, ich war so kurz davor. Ich habe, glaube ich, nur mal einen Kill gebraucht. Die Strecke ist ja auch komplett Müll, ey. Ganz ehrlich. Strecke mag ich ja gar nicht. Jetzt nimmt der mir da schon mal die ganzen Punkte weg. Ich muss mich jetzt sehr konzentrieren. Oh Gott. Der hat auch schon wieder 20 Punkte. Wo hat der die alle her? Und stirb. So, den Punkt brauche ich. Den brauche ich auch.
Mann, Alter, das kann nicht wahr sein. So. Weg mit dir. Alter. So, 41, sehr gut. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich bin wieder irgendwo. Nein. Jetzt stirb. Oh, zum Glück, ey. Das kann nicht wahr sein.